Heute Abend feiern wir unser Einjähriges. Wir sind jetzt ein Jahr hier und ja, wie Sie sehen, das Haus ist voll. Herzlich willkommen im Kunstsalon der Moderne. Hier in diesem Raum zeigen wir expressive Malerei. Drüben in unserer zweiten Galerie erleben wir Werke der Zero-Künstler. An der Spitze der Ausstellung steht das 1984 entstandene Ölgemälde Der Abgarkopf von Georg Baselitz. 1969 begann er, seine Bilder auf den Kopf zu stellen. Für die Betrachter war das eine Revolution, für Baselitz die Befreiung schlechthin. Wenden wir unseren Blick zu dem Werk von Rainer Fetting. Auch mit unserem Bild New York Night bleibt er seinen bildnerischen Mitteln treu. Eine vibrierende nächtliche Szene der Skyline von New York. Betrachten wir nun abschließend dieses Werk von Daniel Richter. Vor allem bei näherer Betrachtung zeigen die dargestellten Figuren Reste eines wilden, ausdrucksstarken Gestus. Und es bleibt fraglich, ob die sonderbaren Gestalten winken, tanzen oder in Aufruhr sind. Diese Spannung im Betrachter hervorzurufen, gelingt Richter meisterhaft. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Genießen Sie! Sehr bemerkenswert, dass da so eine Breite ausgestellt wird. Wir sehen hier sehr gute Arbeiten von der Gabriele Münter, gleichzeitig ein Daniel Richter. Es sind ein paar ganz großartige Bilder hier und ich schaue mir Expressionisten sehr gerne an. Die Galerie der Moderne sagt mir sehr zu, da ich mich sehr für Kunst interessiere und ich von den Ausstellungen hier sehr begeistert bin. Für mich das Highlight der Galerie ist das Werk von Georg Baselitz, ohne Frage. Ja, es gibt ganz viele Highlights hier. Ich glaube, so viel tolle Kunst auf so engem Raum ist selbst in dem kunstverliebten München einzigartig. Absolut beeindruckt von Art Consult, weil ich glaube, es gibt keine Galerie in München, die einen Baselitz zu verkaufen hat. Und noch lauter Hochkaräter sind hier heute vertreten. Das sind einfach Bilder, die seinen Wert haben und die auch eine Aussage haben. Also hier eingeladen zu werden, ist eine Besonderheit. Und es ist immer große Kunst. Große Kunst. Und der Herr Dirk Gronsbein macht das immer sowas von schön. Und ich finde, er hat eine wahnsinnig gute Hand für Kunst. Also er hat so, er kann in der kleinen Galerie, kann er 5, 6, 7 Werke präzise, aus toller Qualität, wunderbarer Ausdruckskraft, kann er so zusammenstellen, das ist was ganz Besonderes.